Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Oh, ja moin. Das war an der Stelle nicht geplant. Heute und mit diesem Video geht es um das Thema Film. Und zwar im ganz Genauen um das Thema Handheld Film. Natürlich ist das ein Thema, mit dem ich tagtäglich sozusagen, oder nicht ganz jeden Tag, aber sehr oft in meiner Woche damit konfrontiert werde. Sei es jetzt, ich filme für ein YouTube-Video oder ich filme für mein New Post, Instagram-Video irgendwas oder ich filme was für einen Auftrag etc. 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 Ich muss mich öfter mal, manchmal bewusst, manchmal unterbewusst fragen, filme ich das jetzt mit einem Ronin, also mit meinem Gimbal in dem Fall, oder mache ich das lieber alles Handheld, nehme ich es trotzdem mit, lasse es lieber zu Hause, bla bla bla. Auf jeden Fall eine Thematik, mit der ich mich oft beschäftigen muss und auch eine Frage, die ich öfters bekomme, nämlich gerade bei den New Post Videos werde ich oft gefragt, ob ich das mit dem Gimbal mache oder Handheld. Die Frage kann ich erstmal vorab beantworten, ist immer alles Handheld gefilmt. Ganz kurz will ich einfach nochmal sagen, haben diese Jordan 1 Brett irgendeinen Sinn, wie sie da stehen? Absolut nicht. Es ist nur Deko für dieses Video und ich werde sie danach wieder zurückstellen. Auf jeden Fall. Also erstmal vorab sei gesagt, lasst dem Video natürlich, wenn es euch gefallen hat, vielleicht auch am Ende einfach gerne einen Daumen nach oben da, um mich zu supporten und auch gerne ein Abo, wenn ihr hier nichts mehr verpassen wollt und checkt natürlich auch gerne meine Lightroom Presets ab und meine Wallpaper, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch gerne natürlich angucken, wenn euch das interessiert und mich supporten, alles klar. Also hier, das ist mein Baby für alles, ich liebe das, das Ronin S ist das Gimbal, was ich immer benutze, ist auch mein einziges Gimbal, ich drehe alles damit, ich habe das in meinem Rucksack, du kannst es einfach so zack hinten in den Rucksack reinmachen, rausholen, bam, und dann kannst du damit drehen. Ist aber auch nicht immer the way to go. Darum geht es ja jetzt. Aber ich will nur einmal sagen, das ist das Gimbal, was ich mal benutze. Zum Beispiel in meiner Zeit bei Felix haben wir natürlich auch manchmal ein Gimbal benutzt. Aber auf den ganzen Reisen hatten wir, glaube ich, fast nie Gimbals dabei. Und die ganzen Moderationsshots, wenn wir gelaufen sind, ich nebenbei gefilmt habe oder Cineparts, das haben wir immer, also oder ich habe das dann halt meistens immer alles aus der Hand gefilmt. Und bevor ich jetzt zu den 5 Tipps komme, geht es nochmal was Allgemeines, was ich sagen will. Gimbal heißt nicht immer besser. Also es ist nicht so, dass es immer Sinn macht, einen Gimbal zu benutzen. Es gibt bestimmte Shots oder Situationen, da musst du extrem schnell sein. Manchmal willst du vielleicht auch diesen verwackelten Look haben, vielleicht bei einer Verfolgungsjagd, das vielleicht. Oder es gibt bestimmte Winkel und Positionen, da kannst du nicht mit einem Gimbal irgendwie rein. Das musst du mit der Hand einfach so drüber ziehen. Oder wenn es mal mega schnell gehen muss, es macht oft einfach auch Sinn, Sachen mit der Hand zu filmen. Das Gimbal ist natürlich noch ein Stück Technik mehr zwischen dir und dem Bild. So, sonst hast du deine Hände sind direkt an der Kamera und so hast du noch ein Stück mehr, was auch bedient werden muss, was auch nochmal eigene Sachen macht, was noch zwischen dir und dem Bild ist. So. Und was ich auch nochmal sagen will, du brauchst für alles Übung. Also du brauchst für Handheld Übung, klar, aber auch für ein Gimbal brauchst du Übung. Es ist nicht so, dass du sagen kannst, okay, hier ist ein Ronin S, mach deine Kamera einfach auf und ab jetzt wird jeder schon sitzen. Auch damit muss man üben und gucken, wie das reagiert und einstellen, bla bla bla. So, jetzt erstmal ein paar basic Tipps, bevor ich zu den 5 großen richtigen Tipps komme. Erstmal so ein paar basic Sachen. Also, Punkt Nummer 1 ist es natürlich so, je schwerer dein Setup ist, desto leichter wird es dir fallen, damit wackelfrei zu filmen. Also es ist ja ganz klar, ihr könnt es ja einfach mal ausprobieren. Es wird viel schwerer sein, zum Beispiel so ein extrem leichte A6000 mit Mini-Kit-Objektiv, die ruhig zu halten, anstatt jetzt zum Beispiel eine fette Red. Die ist einfach so schwer, dass diese ganzen kleinen Mikro-Verwacklungen, die kommen da gar nicht rein. Das ist einmal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist natürlich in Slow-Motion zu filmen. Also wenn ihr von eurer Kamera die Möglichkeit habt und das halt vom Bild her Sinn macht so, wird es natürlich so sein, dass etwas, was ihr in Slow-Motion dann abspielt, wird immer, egal mit Gimbal, Handheld, wird immer smoother aussehen, als wenn ihr das einfach in 100% Geschwindigkeit laufen lasst. Also wenn es Sinn macht und wenn ihr die Möglichkeit von eurer Kamera habt, in Slow Motion zu filmen, kann ich euch das dafür natürlich empfehlen. Und noch eine kleine Sache ist natürlich in der Post-Production der Stabilizer. So, man kennt ihn. Egal ob jetzt Final Cut Pro, Premiere, alle Schnittprogramme, die ein bisschen fortgeschritten sind, da sind meistens ein Stabilizer drin. Manchmal macht es Sinn, den zu benutzen, manchmal nicht. Manchmal sieht es gut aus, manchmal nicht. Das ist bei mir auch immer so ein bisschen so ein Spiel. So, manchmal denkst du, okay, ich probiere es mal, sieht besser aus und manchmal, und er kriegt das zur Folge hin, manchmal fängt er dann an so zu wabbeln. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. So, das sollte eigentlich für ihn auch klar sein, dass das auch eine Option ist. So Leute, dann kommen wir jetzt mal zum Tipp Nummer 1 und zwar Skateboard benutzen. Also mit Skateboard benutzen meine ich, es kann ein Skateboard sein, Longboard, Schlittschuhe, Skier, keine Ahnung, fucking Rollschuhe. Es geht im Endeffekt einfach nur darum, dass ihr euch bewegt, ohne Schritte dabei selber zu machen. Dadurch vermeidet ihr einfach die Erschütterung beim Laufen und diese Unregelmäßigkeit, die automatisch irgendwie mit reinkommt und kriegt einfach ein glatteres Bild. Habe ich früher super oft benutzt. So meine ersten Frame-Folgen, super viele der Shots, die ihr da so seht, sind einfach mit einem Skateboard gefilmt, weil ich ja wie gesagt kein Gimbal hatte und das war für mich so die einfachste erste Möglichkeit, irgendwie ein glatteres, ein smootheres Bild hinzubekommen, um sowas zu benutzen. Und da bin ich teilweise wirklich bei
Drehs, also jetzt nicht, wo die Situation so war, so hey Paul, du produzierst das unsere Musikvideo, aber wo ich schon mit Leuten am Start war und denen gesagt habe, ich würde gerne was mit euch drehen, komme ich halt mit so einem alten, vermoderten Titus Skateboard auf, so, und die so, was geht ab? Und ich so, ja, nee, das muss so. Tipp Nummer 1 auf jeden Fall, probiert vielleicht, wenn es geht, die Bewegung eurer Beine rauszunehmen aus der ganzen Sache und benutzt zum Beispiel sowas wie ein Skateboard oder Longboard oder whatever. Tipp Nummer 2 geht eigentlich mehr in die Richtung, einen Slider zu ersetzen, und zwar einfach mit einem Handtuch oder einem ganz normalen Tuch oder irgendwie sowas. Dafür muss dann irgendwie, muss die Fläche da sein, das muss von der Höhe passen, aber wenn es mal passt, könnt ihr einfach zum Beispiel die Kamera auf ein Handtuch legen und dann einfach das Handtuch ziehen, weil dadurch eliminiert ihr ja auch eure Fußbewegung, sondern die Kamera wird einfach über eine glatte Fläche gezogen. Wie gesagt, das kann man jetzt nicht überall machen, so das muss schon vom Setting her passen, aber wenn, ist das auf jeden Fall auch eine schnelle Low-Budget, also eigentlich No-Budget-Lösung, um euer Footage wirklich viel cleaner zu machen. So, und da kommen wir jetzt zu dem wahrscheinlich am meisten anwendbaren Tipp, nämlich der allgemeinen Körperhaltung. Und das ist super viel Übungssache einfach. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche, viele kleine Tipps. Punkt Nummer 1, warte, ich hole mal kurz meine Kamera. Ihr habt jetzt hier die Kamera und natürlich, wenn ihr euren Arm mit einer Hand nehmt und so lang nach vorne streckt, so fällt es mir jetzt schon schwer, die Kamera einfach gerade zu halten. Ihr macht folgendes, die Kamera einfach natürlich so in beide Hände, Ellbogen richtig so an den Körper ran, locken richtig ran, die Kamera hier rein. So, das muss einfach so ein geschlossenes System sein. Ich finde so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, so aus dem Oberkörper. Also ihr dreht sozusagen so den ganzen Oberkörper mit, um euren Shot zu kriegen. Und auch alles, wie ihr lauft. Ihr versucht euch natürlich richtig schön abzurollen. Und natürlich probiert ihr natürlich nicht solche harten Schritte zu machen, sondern richtig schön die Ferse abrollen. Ein Schritt ganz langsam nach dem anderen. Und wenn ihr das dann alles in Kombination bringt, also Kamera, die Hände richtig schön fest ran, hier an den Oberkörper richtig nah an euch ran, nicht so weit weg hier irgendwo vorne, sondern wirklich nah bei euch dran, so aber einfach dann langsam abrollen und filmen dabei, kann man auch schon super viel mit machen und alles. Ihr könnt euch auch richtig, das ist zum Beispiel ein Tipp, den habe ich, glaube ich, bei Peter McKinnon in einem Video gesehen damals, sich so fallen lassen, um einen Shot zu kriegen, ja. Also guckt das Subject an und in diesen Momenten, in denen ihr euch fallen lasst, seid ihr, also ihr seid nicht schwerelos, natürlich nicht, aber wenn ihr euch dabei so stabil hinstellt, also ich fühle mich sehr dumm, das gerade in meiner Wohnung zu machen, aber ihr stellt euch einfach hin und lasst euch sozusagen reinfallen oder lasst euch einfach aus dem Shot so rausfallen. Dabei könnt ihr super coole Bilder entstehen lassen, weil in dem Moment, in dem ihr kippt, habt ihr sozusagen keine Verwackelung. So, ihr macht nicht so, sondern ihr lasst euch einfach so nach vorne kippen, bleibt einfach stabil, immer stabil bleiben, Leute, und könnt damit auch übertrieben krasse Shots einfach freihand ziehen. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich bei Felix dann gelernt habe, so aus der Hüfte raus sich zu bewegen und Shots zu machen. Und ich habe letztens auch vorgestern erst ein ganzes Projekt komplett Handheld gefilmt, wo ich auch probiere, einfach so Schritte zu eliminieren und so wie so ein menschlicher Slider zu funktionieren. Tipp Nummer 4 ist einfach dieses gute Stück hier, also ein Kameraband. Und das ist auch eine Sache, ich habe super lange einfach damit gefilmt und habe auch ewig darauf geschworen und würde es auch immer noch machen. Funktioniert einfach folgendermaßen, also ihr nehmt euer Band, das ist jetzt keine Werbung für Sony oder irgendwas, einfach euer Kameraband, legt das also hier rum, so, dann habt ihr hier die Kamera und dann zieht ihr damit sozusagen die Kamera, hat, also ihr habt einfach nochmal einen Bezugpunkt mehr, an dem die Kamera fix gemacht werden kann. Ich hoffe, das ergibt gerade so, was ich sage. Auf jeden Fall habt ihr die Kamera hier, spannt die hier ein, aber benutzt das Kameraband, um sozusagen eure Kamera hier zu locken und das auch nochmal zur Stabilisierung zu benutzen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie lange ich einfach dieses Tool benutzt habe, nur hiermit zu filmen. Und letzter Tipp an der Stelle ist Tipp Nummer 5 und zwar ganz klar, die Brennweite. Natürlich wird es viel, viel schwerer sein. Also erstens guckt natürlich, dass ihr zum Beispiel an eurem Objektiv, wenn es möglich ist, die Stabilisierung anschaltet, ist ganz klar. Aber es wird natürlich viel schwerer sein mit 200 mm, das ist wahrscheinlich fast unmöglich, Handheld, aber mit 200 mm im Laufen stabilen Shot hinzukriegen, als mit 14 mm so. Einfach je weitwinkliger das ganze Bild ist, desto leichter wird es euch fallen, damit Footage zu kriegen. Zum Beispiel, wenn ich euch jetzt mal einen Shot von meinem 14 mm einblende, so ist natürlich super weitwinklig, ist jetzt fast schon ein Extrembeispiel. Da zum Beispiel in Kombination mit Slow Motion, 14 mm und der Körperhaltung ein glattes, smoothes Bild aus der Hand zu kriegen, ist schon mal viel leichter, als wenn ihr das mit 85 mm in Echtzeit und irgendwie beim Gehen macht. So, das ist halt, das kann man gar nicht vergleichen so.
Also die Brennweite, je weitwinkliger ihr geht, also 24 mm, 14 mm wäre dann weitwinkliger, desto leichter wird es euch auch fallen, damit glatte Shots zu kriegen. So Leute, also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal, wenn ihr noch andere Tipps habt, die ihr auf jeden Fall wahrscheinlich haben werdet, schreibt mir die gerne mal unten rein in die Kommentare, damit auch alle die sehen können. Und vielleicht noch Tipps, die ich jetzt hier gar nicht genannt habe, die es ja auf jeden Fall gibt. Wenn ihr die noch unten in die Kommentare schreibt, können alle die sehen und dann kann man sich vielleicht noch ein bisschen austauschen, was hier die coolsten Tipps sind. Im Endeffekt jetzt alles Tipps gewesen, die ich von YouTube-Videos gelernt habe oder die mir Leute gesagt haben oder die sich bei mir so durch die Erfahrung entwickelt haben. Geht auf jeden Fall raus, Übung macht den Meister, egal mit was, egal mit welchem Tipp. Nur so werdet ihr auf jeden Fall da besser werden. Das war's von mir. Checkt gerne alle Sachen ab. Unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst den Video dann noch oben da. Und dann würde ich sagen, haut rein und peace out.